In Sachsen bleibt das Hochwasser voraussichtlich unter der höchsten Alarmstufe 4. In Bayern beginnt sich die Lage zu entspannen, nachdem der Regen aufgehört hat. Weiter nördlich an Oder und Elbe wird der Scheitelpunkt erst gegen Ende der Woche erwartet. Wesentlich dramatischer ist die Lage in Österreich. Dort sind an mehr als 20 Stellen Dämme gebrochen. In Polen, Tschechien und Ungarn hilft die Armee in den überschwemmten Gebieten. Die Helfer im polnischen Lewiemczewski sind im Dauereinsatz, retten Anwohner aus ihren Häusern. Doch nicht alle möchten ihr Zuhause verlassen, das erschwert die Rettungsarbeiten zusätzlich. In Nisa drohte ein Deich zu brechen und die Stadt zu überschwemmen. Mit vereinten Kräften können die Helfer die durchweichte Stelle schließen. Polens Ministerpräsident Tusk schätzt, dass sein Land mehr als 1 Milliarde Euro an Hochwasserhilfen benötigt. Ich werde versuchen, die Chefin der EU-Kommission in den nächsten Tagen, vielleicht auch Stunden, nach Breslau zu holen, damit wir Zusagen bekommen und damit sie mit eigenen Augen sieht, wie ernst unsere Nöte sind. Auch in Tschechien sind die Hochwasserschäden enorm. In Ostrava, der drittgrößten Stadt des Landes, gab es am Zusammenfluss von Oder und Opava Dammbrüche. Viele Häuser sind überflutet. In Österreich sind die Aufräumarbeiten im vollen Gange. Nach tagelangem Starkregen sinken die Pegelstände, Entwarnung geben die Behörden aber noch nicht. In Deutschland ist die Lage deutlich weniger dramatisch. In Sachsen sei man bislang vergleichsweise glimpflich davongekommen, so der Umweltminister. Die Pegelstände sind insgesamt niedriger, als das zwischenzeitlich zu befürchten war. Das ist aber immer explizit noch keine Entwarnung, ne? Weil die Ereignisse ja noch andauern. Das Wasser der Elbe steigt nur langsam an. Trotzdem könnte in der Nacht Alarmstufe 3 von 4 erreicht werden.